Willkommen zurück zu The Last of Us. Beim letzten Mal waren wir hier in dieser Stadt angekommen, wo wir überfallen wurden von diversen sogenannten Huntern, also halt andere Überlebende, die sich quasi zur Lebensaufgabe gemacht haben, andere Überlebende auszurauben und zu töten und hast du nicht gesehen. Und hier versuchen wir irgendwie weiter zu überleben. Da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier! Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Fängt die auch noch so sarkastisch an zu flüstern. Ach, ich mag Ellie. Die ist irgendwie knuffig. Ich mag ja sonst keine Kinder, aber Ellie, das ist okay. Die ist kein Kind, wie so 14. Kann man so oder so sehen. Für mich ist sie immer noch ein Kind. Oh gut. Aber bitte nicht so laut. Toll. Was haben wir denn da? Terminierungsschock. Ach. Ein Comic für Dingens. Das wird sie doch freuen, oder? Das ist doch hier, ne? Wo es deine Fortsetzung dafür gibt. Was sie gesagt hat. Hier, wo bist du denn? Ellie? Wo ist sie denn schon wieder? Ständig ist sie weg. Weiß gar nicht warum. Da ist schon wieder voll. Können wir noch irgendwie was herstellen, was wir brauchen können? Derzeit nicht wirklich. Außer wir machen halt eine Verbesserung für das Ding. Das ist eigentlich in Ordnung. Würde ich mal behaupten. Okay. Gut. Ellie? Ich habe einen Comic. Interessiert dich das nicht? Ja, vielleicht später. Ich weiß nicht. Okay. So viel wird der... das Ding jetzt auch nicht aushalten, aber zumindest etwas. Haben wir denn hier irgendwo was? Also ich sehe zumindest nichts. Was war das? Ich weiß nicht. Ein Warnschuss. Ellie, Deckung! Wo hast du denn schießen können? Ellie, runter! Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treffe dich gleich. Wow, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Das kann lustig werden. Wenn da jetzt schon irgendwelche Banditen hier ankommen und einmal guten Tag sagen. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Goldspilze. Dann treffe ich den? Eigentlich schon, ne? Ich war's nicht. Shit, ich wollte gerade schießen. Ha! Hab ihn. Haben wir nur noch einen, ne? Da hinten. Schön, wie weit das Ding jetzt reicht. Und da ist auch noch einer. Wie hinter mir. Sag mal, ich glaube, es hackt. Zack! Weg mit dir. Okay. Ich hoffe, ich krieg gleich meine Pfeile wieder. Die sind mir wichtig. Lade nach! Ich habe inzwischen auch ein relativ großes Magazin hier. Wo ist er denn? Wo ist er? Wieso sehe ich ihn nicht? Kann doch nicht so weit sein. Ach da. Wieso habe ich den gerade nicht gesehen? Okay. Das müsste es gewesen sein, oder? Hat er einen Pfeil in seiner Brust? Kann ich den haben? Bierflasche brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich habe noch einen Ziegelstein. Wo ist eine andere Beppo? Da ist er. Hast du einen Pfeil? Nö. Oh, immer meine Pfeile, die immer weg sind. Dabei dachte ich, die würden das dann vielleicht nicht mitkriegen. Na gut, vielleicht schon, wenn ich dann halt einfach den Deppentyp töte, mit dem sie gerade noch gesprochen haben. Vielleicht ein bisschen auffällig. Aber, nun gut. Ich muss halt noch das lernen mit dem Überleben in der Apokalypse und sowas. Ich bin da kein Profi drin.
Sollte mehr DayZ spielen oder so. Ah, super. Befestigte Station. Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Fragt sie nur wodurch. Seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Ja, mal dieses Controller-Geschütte hier, damit die Taschenlampe wieder angeht. Gebt uns Lebensmittel. Ich hab doch mein Controller hier wieder am Kabel dran. Dann hört man immer das Kabel. Was haben wir da? Hügel verloren. Wir haben Troy Hill und die übelste Gesinde verloren, das je eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch am Leben sind. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Okay. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. Vielleicht nicht da, wo du herkommst, aber so grundsätzlich bestimmt. Wahrscheinlich trotz dieser Lebensmittelscheine, Marken, was auch immer. Okay, gehen wir mal hier durch. Durch das rostige Tor. Ist ja gut, dass du welche hörst. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Okay. Versuche ich einigermaßen unbemerkt hier voranzuschreiten. Da drin ist auch mindestens einer. Der gleiche Scheiß. Drei Stück. Sehe ich das richtig? Ja. Ja, klasse. Und was genau wird uns das bringen? Ich weiß nicht. Vielleicht finden wir Treibstoff für die Generatoren. Ich will mich mal eben schnell. Filme anschauen oder so. Das wird nie passieren. Ich habe das Expansionsgeschäft. Okay. Wo ist Ellie? Ach, direkt hinter mir. Perfekt. Ich muss irgendwie auf sie aufpassen, aber zum Glück nicht so. Also ich habe jetzt nicht eigentlich vor, mich mit denen wirklich anzulegen, weil, ne? Es sind ein bisschen viele. Und ich habe nicht so viel Munition. Der eine da guckt da gleich in die Richtung. Stückchen für Stückchen. Ob sie Ellie sehen, ist ja egal. Es geht ja immer nur um mich. Ich bin nicht da. Nein, nein. Moment, kommt dann der andere auch von da? Nein. Oh. Tralala und lalala. Ich möchte hier wieder raus. Ich mag gar nicht hier sein, wenn hier wirklich so viele Leute sind. Okay, muss hier aufpassen. Aber eigentlich will ich auch da hinten gucken, ob da noch irgendwelche Ressourcen sind. Aber ich glaube, ich darf diesmal nicht so gierig sein. Nicht, wenn wir überleben wollen. Haben wir hier oben Gesellschaft? Ich glaube nicht. Doch, natürlich auch. Shit. Also jetzt einen Alarm anzuzetteln, wäre jetzt ein Hauch von Selbstmord. So viele Gegner, wie hier sind. Weil man kann es natürlich probieren. Aber so viel Munition habe ich nicht dafür. Eigentlich möchte ich hier raus, aber ich komme hier nicht raus. Was tun wir denn da?
gefällt mir nicht da. Oh Gott. Ich hoffe, der hat mich gerade nicht gesehen. Ich hoffe, der kommt hier jetzt nicht rum. War nicht noch einer? Ja. Der sieht eigentlich Ellie, aber das ist ihm egal. Da rechts. Ruhe. Gleich ausmerzen, bevor er nervt. Anders geht es nicht. Befürchte wirklich, wir müssen uns einen Weg durch die ganzen Beppos hier durchbahnen. Und wir uns dann halt einen Weg suchen können, wenn wir hier wieder rauskommen. Okay. Kann sich nun schon handeln. Kriege ich noch. So. Geht doch. Haben wir zumindest die, die hier diesen, ich nenne es mal Hof sind, erledigt. Ich komme trotzdem nicht raus. Gut, dann müssen wir wohl durch das Gebäude. Hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Ja, da kann ich auch noch mal eben schnell nach Ressourcen gucken. Na, ob hier hinten irgendwo was liegt. Wie zum Beispiel das hier, eine Marke. Die zweite Marke, die wir bisher gesehen haben. Da unten ist ein Auto. Es gibt da wohl irgendwie eine Tiefgarage oder sowas. Oder zumindest ein Keller. Wir haben auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als irgendwo zu patrouillieren. Ist auch eine gute Arbeitsbeschäftigung, ne? Mal sehen, ob ich das jetzt unbemerkt schaffe. Okay. Der ist weg. Mist. Was heißt Mist? Ist auch nichts passiert. Okay, wer ist da hinten? Ich glaube, da hinten ist mein nächstes Opfer. Da irgendwo was in unmittelbarer Nähe ist? Nein. Da ist er. Den kriegen wir. Hallo? Schnauze halten. Viel Munition sparen, da geht es glaube ich kaum. Jetzt haben wir hier auf der Ebene noch mindestens zwei Leute. Und halt dann die obere Ebene, wo die uns theoretisch dann auch sehen können. Gelootet wird später. Warte. Das war scheiße knapp. Das wäre mehr Glück als Verstand. Ich hätte andersrum gemusst, aber dann dachte ich mir so, ja, dann würde ich das vielleicht nicht schaffen, weil der andere da gerade auch ungefähr in die Richtung hier ging.